Okay, und hallo, willkommen zurück zu Once Human. Heute begegnen wir Mary, sammeln in Ladung Kisten ein und bereiten uns, ja, mit dem Schattengegner auf den ersten Endboss vor. Also, los geht's. Ja. Ich würde sagen, willkommen zurück zu Once Human. Ich bin inzwischen auf dem Weg zu der Wiege der Evolution. Hab mich ja inzwischen, ich sag mal, durch zwei, drei Gegner durchgeschossen. Hab mir inzwischen, ja, dank dem Entwickler, da es ja wohl irgendwie Probleme gab und der Server wohl zeitweise nicht erreichbar war, und jede Menge Fertigkeitspunkte oder zumindest Energieverbindungen, womit wir Waffen bauen können, ja, bekommen durch diese Sache. Einen Brief aus dem Briefkasten. Hatte mich gewundert, warum der Mist im Briefkasten liegt. Und da drüben ist eine Kiste, eine gelbe. Ach so, heilige Scheiße, ich guck grad in meine, in meinem Briefkasten. Ist eure voll, das Ding, ne? Ja, da sind 100 Säure drinne. Mojo. Okay, ich habe hier eine Aufbewahrungskiste. Was haben wir denn hier Schönes? 300 Sternknopfpillen. Ey, wie geil ist das denn bitte? Danke, liebe Entwickler, das freut mich total. Schraubenschlüssel. Ein Klopömpel. Er stand in der Tür. Den hat es erstmal gleich zerlegt. Nachdem er die Kugel meiner Shotgun gefressen hat. Okay. Kleines Hütchen. Ach, du bist da. Thomas? Ja. Ich habe gerade was gesehen. Was hast du denn gesehen? Auf der Map. Ja, was denn? Wo geht Disco hin? Was? Disco? Was? Bald Anker Sutherland. Da war ich ja schon. Den habe ich ja. Disco? Was denn für eine Disco? Weiß jetzt echt nicht, was du meinst. Auf der Map. Also, ich gehe jetzt, wie gesagt, hier hoch. Hier da. Na gut, ich warte an der Basis. Na, wie gesagt, also ich will ihn ja jetzt machen hier. Na, ich bin ja dann doch ein paar Millimeter weiter. Mhm. Ich warte an der Basis. Ich warte im Dorf. Oh. Dorf. Noch eine Kiste. Na komm, danke. Kleiderbügel. Toll, Metallsportzahl und Stoff. Suche nach Rosetta Vorratskisten in der Nähe. Mhm. 2 von 6. Was? Achso, sammle 6 entsorgte Gegenstände in der Nähe. Aha, das gehört also zur Mission dazu. Yeah, genau. Wie es scheint. Könnt ihr einen Tipp geben, suche nach diesem schwarzen Kristall, den wir vorhin offscreen hatten. Okay. Gibt's da auch nochmal was, ja? Gibt's einen. Ach ja, stimmt, den man dann hier, wo man drin springen muss, mal durchspringen muss oder sowas, dann verändert ihr die Position. Wo dann so eine mysteriöse Kiste auftaucht. Genau, da gibt's einen in dieser Region. Okay. Also hier oben in dem Bereich, wo ich drin bin. Genau. Okay. Na, mal gucken, ob ich da was finde. Ja, kann man auch später machen. Dann ist der Loot auch dir angepasst. Boah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der passt dir. Ne, der passt dir doch nicht wirklich an, oder? Er passt dir da bloß dem Level an, der Spieler ist. Bei den mysteriösen Kisten passt er sich wohl dem Level an. Wo ist denn der gerade hin? Der ist weggefliegt. Hm? Eine Schraube. Ein Wecker. Kann ich mir einen Wecker stellen? Eine kaputte Taschenlampe.
Leber. Okay, und noch eine Kiste. Okay, das heißt bloß Materialien. Und jetzt ja. Gehe zum Eingang der Monolith-Ruine. Genau, da, ich habe eine kleine Ruine. Das ist doch keine Ruine, Alter. Das ist doch Wolkenkratzer, halber. Mary, Alter, was steht denn die hier rum? Mal sehen, was er hat. Sprich mit der fremden Frau vor dir. Mit dem fremden Mann dahinter bestimmt nicht. Sehr gut. Hands off my stuff. Finger weg von meinen Sachen. Ich hab nichts angefasst. Ich habe gar nicht gesehen, dass sein Name draufsteht. Ja, ich auch nicht. Nee. Du bist ziemlich eingebildet für jemanden, der nicht einmal eine Waffe hat. Okay. Ist schon mal ein paar Kugeln durch den Kopf geflogen, oder was? Alter. Moment mal, ist das dein Rücken etwa eine Wiege? Herzlichen Glückwunsch, richtig erkannt. Ah, interessant, ich dachte, ich wäre die letzte Mayfly. Mhm. Ja, wir beide, da wir beide Mayflies sind, sollten wir unseren Namen kennen. Wie heißt du? Ich bin Mary. Ich hab jetzt schon vorher gewusst, wie die heißt. Ich hab's vorher gewusst. Ich kann dir Gedanken lesen. Ach nee, ich kann lesen. Okay. Ich stelle Nachforschung zu einer Mutation und in letzter Zeit für Probleme sorgt. Ich glaube, das hängt mit dem Monolithen zusammen, der vor kurzem reaktiviert wurde. Ich hier habe auch eine Mutation. Aber sag jetzt nicht, dass du dich auf eine mächtige Mutation mit bloßen Händen... Ich hab doch eine Waffe. Ohne Waffe würde sich jeder x-beliebige Mutant in Stücke reißen. Dazu sage ich jetzt nichts. Die hat ihre Kontaktlinsen nicht drin. Ich merke das schon. Jetzt zieh ich mal Brille auf, wenn das nicht reicht. Aber schön blaue Augen hat sie. Für eine Mayfly mit, für ein Mayfly-Mitglied bist du ziemlich grün in den Ohren, was? Nein, ich werde einen Bauplan geben, Blauplan, mit dem du eine Waffe herstellen kannst, genau. In der Zwischenzeit muss ich mich noch um andere Angelegenheiten kümmern. Komm zu mir nach Deadsville, sobald du fertig bist. Das ist die nächstgelegene überlebende Siedlung. Von dort aus können wir unsere nächsten Schritte planen. Gemeinsam sind wir stärker. Okay. Dann muss ich da jetzt da ist das Ding, was du gesagt hast. Genau. Kannst du den Spielern noch gleich, den Zuschauern noch gleich erklären? Oder soll ich? Plop, das Ding ist jetzt verschwunden. Jetzt muss das Ding hier... Ah, dann muss ich da hochklettern. Hopp. So, hopp. Einmal durchgehüpft und schon ist er da. Mystische Kiste. Und was gibt's da drin Schönes? Energieverbindungen, stellare Plenuna, Sternstaubquelle. Yay, meins. Das war die mystische Kiste. Soll ich das erklären oder willst du das? Naja, aber was heißt da erklären großartig? Das sind also versteckte Kisten. Du musst nach Hause. Wie muss ich nach Hause? Laut Quest musst du nach Hause. Ja, das stimmt. Na gut, okay. Dann teleportiere ich mich hier mal hin. Soll ich dich abholen oder willst du selber rüberkommen? Boah, wieso rüberkommen? Ich denke, ihr müsst gleich noch einen Gegner platt machen. Nö, es kommt gleich noch. Na, ich krieg grad Post. Schieb mich nicht durch die Gegend, kleiner Mann. Mein kleiner elementarer Nachwuchs, der ist nämlich gerade hier am. Ja, der hat gerade Post gebracht. So, und was soll ich jetzt bauen? Zwei Segel gesammelt in Schrott, okay. Klack. Und zerlegen wir mal. Frage ist schon wieder hoch. Feuerwerk bei uns hier, das ist ja. Ja, ja, das ist jetzt gerade aktuell die Anime-Nacht. Anime-Nacht. Naja, gut. Okay. Dann heißt es jetzt nach. Jetzt heißt es erst noch Munition bauen.
Genau, du brauchst für alle deine Waffen erstmal Munition. Bronzebarren, Kohle, okay, Munition, weiß ich doch. So, Schießpulver, Geflüster, MP, Schrotflintenmunition. Präzisionsgewehrmunition. Das sind ja mal ein bisschen was, wa? Da reichen ja mal 10er. Erstmals sind 240 Schuss. Für ein langsam schießende Sniper, ja, wäre es okay. Und No. Schrotflinte 144 Schuss, das reicht auch erstmal. Ja, Auto steht vor der Tür. Ja. So, Shotgun 492 Schuss. Und die Sniper hat. Ah, Moment. Hahaha. Da habe ich fast was vergessen. Die da kalibrieren. Zack. Bumm. Hier. Ach ja, zerlegt die Waffe, die du nicht benutzt. Mach ich dann mal. Die schleppe ich nochmal rum noch. Genau, steig ein und fahr mal los. Boah, einfach mal. Auweia. Ich wollte sagen, wir sind da. Ja. Okay. Sicheren Bereich betreten. Okay. Ach, das ist ja die Mary. Ja, na dann, erzähle mal, Marie. Triff dich mit Marion, das wird. Ja, bin ich hier? Ja. Good. You made it. Gut, du hast es ja I'm geschafft. guessing that. Hast du diesen Turm aktiviert? Yeah, this was the quickest way to Ja, bring you here. dachte mir, das wäre der schnellste Weg, um dich herzubringen. Aha. These Aber towers erst are not meckern. supposed to let you travel between worlds. Mit diesen But I Türmen soll man think dann you would gibt's sogar figure out zwischen how Welten to. reisen können. Ja, kann Maybe man. you'll have more Aber luck ich than habe me. noch nicht herausgefunden, wie das gehen soll. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Das wurde uns nämlich am Anfang erzählt, dass diese Türme oder zumindest diese, ja, Spalte, die dort drin erzeugt werden, wie gesagt, diese Wesen aus der anderen Welt, dass das ein Durchgang ist, ne, für die. Either way, Ich bin I'm glad jedenfalls I'm froh, here. dass du hier bist. Jetzt wird es einfach der perfekte Ort, um mehr Infos über die Gegend zu That sammeln. merchant over by the old truck looks like she gets around. Die Händler She da drüben beim knows alten Truck something you sieht aus, als saw. kämen sie viel rum. Vielleicht kannst du dir, ja, vielleicht kann sie dir da, ja, weiterhelfen. Meine Fresse. Kannte ich noch nicht. Gut. Können wir jetzt mal diesen ollen Boss machen? Dauert noch einen kleinen Moment. So, dann quatsche ich aber dieser komischen Claire hier nochmal. Plaudern wir ein wenig. Dein Zeug wirkt ziemlich ungewöhnlich. Bist du Händlerin? Deine Waren wirken ziemlich einzigartig. Gibt es etwas für sowas überhaupt Abnehmer? Okay, da fehlt doch die Sprache. Warum? Ich suche dir einfach irgendwas aus. Es kostet dich nur 2 Batterien. Ich hatte schon seit 3 Tagen keine Kunden mehr. Eigentlich ist mein Inventar gut befüllt oder gefüllt. Ja gut, das Geschäft läuft nicht sonderlich rosig in letzter Zeit, aber ich verfolge ein größeres Ziel. Ich will die Vergangenheit niederschreiben, bevor die Leute vergessen, was für eine Zivilisation wir mal hatten. Ja, wie gesagt, wir sind ja sowieso in einem Endzeit-Epos hier. Wie ganz Ja. normal. Festhalten. Willst du etwa Fotos oder so machen? Naja, sogar noch altmodischer Papier und Stift. Ja, meißelt einfach an Stein, das hält länger. Die Ägypter haben es bewiesen. Ich habe von all den kulturellen Reichtum. Ich muss wieder lesen lernen, also das ist ja übel. Meines Verkaufsstandes Skizzen angefertigt, inklusive detaillierter Notizen über ihre Geschichte und ihren Verwendungszweck.
Eines Tages werde ich daraus ein Buch schreiben und es veröffentlichen. Und wer soll das lesen, erkennt er, wer da ist? Dann können zukünftige Generationen von einzigen Zivilisationen ihren Vermächtnis lesen. Verstehe, glaubst du, du findest heutzutage noch einen Verleger dafür? Ja, da muss ich eben auch meinen eigenen Verlag gründen. Okay, das ist wirklich nur Plauderei, also so viel lesen möchte ich jetzt nicht. So, sonst noch was, dann können wir. Wer ist er denn? Ein Buckli. Der hat Smileys, Alter. Was ist denn das für ein Smiley-Gerät? Das ist eine laufende Kiste. Warte mal, sprich die Händlerin nochmal an. Ja, die Claire hier, ne? Ja. Mit Claire reden. Ah, jetzt habe ich hier direkt reden. Gefällt dir was? Ich bin rund um die Uhr bereit zum Handeln. Gefällt dir was? Ich bin bla bla bla. Ich schaue mich nur um. Bin nicht zum Einkaufen hier. Ich schaue mich nur um. Nee, ich bin nicht zum Einkaufen. Moment, du gehörst zu den Mayflays, oder? So ein Glück, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin Claire Lay. Angeblich bin... Eigentlich bin ich eine reisende Händlerin, aber jetzt sitze ich hier fest. Vor 3 Tagen habe ich ein Team zu verrotteten Herrenhaus geschickt, um Ware für mich zu beschaffen, aber es ist nie zurück. Ach, da ist er ja wieder. Vielleicht Mary, genau. Vielleicht sind sie mit den Waren getürmt. Sei doch nicht so zynisch, ich bin mit ihnen durch dick und dünn gegangen. Sowas würden sie niemals machen oder mir niemals antun. Ich fürchte, dass ihnen etwas zugestoßen sein muss. Berichten zufolge treiben sie sich beim verrotteten Herrenhaus in letzter Zeit. Viel mehr Mutanten rum als sonst. Mein Gott, schreibt doch die Sätze noch länger, Leute. Das steckt wahrscheinlich eine Mutation dahinter. Was für eine? Alles, was ich weiß, habe ich von einem gut gekleideten Herrn da drüben. Sieht aus wie ein Mafiosi. Er kann dir sicher mehr sagen. Er fällt auf jeden Fall auf. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Viel Glück. Und ich werde dich auch belohnen, wenn du mir meine Waren bringst. Ich markiere die Position des Vorderen Herren aus auf deiner Karte. Nimm unbedingt genug Munition mit. Okay. Na, das haben wir ja schon. Gut, also müssen wir jetzt zu dem Kollegen da drüben. Okay, Lobe. Das Öl haben sie nicht gepackt, oder was? Sprich in der Zwill mit einem Gentleman. Yep. Und kenne den Ort zum ersten Male durch das unbekannte Tor. Dichter werden? Wer wollte Dichter werden? Probst du für was? Genau. Ah, jemand von den Mayflies. Und du strotzt gerade so vor Potenzial. Es freut mich, dich kennenzulernen. Weißt du etwas über eine Mutation, die Auswirkungen auf diese Gegend hat? Ihr wendet euch an den richtigen Mann. Ich bin Samuel Lowe. Fehlt wieder ein Ölstrich. Ein bescheidener Gelehrter, der sich auf das finanzierende Phänomen oder faszinierende, Alter, dieses Lesen der finanzierende. Faszinierende Phänomen namens Mutation spezialisiert hat. Und ihr sucht Schlüssel, mit denen sich der dunkle Turm aufschließen lässt. An eurer Stelle wäre ich vorsichtig, was sich dabei noch öffnen könnte. Genau, sprichst du mal ein Rätsel? Ich schaffe nur die rechte Atmosphäre, sehr toll. Okay. Ihr seid an der Mutation in den Monolithen interessiert. Aber wie ich schon sagte, ist dieser Turm fest verschlossen und kann nur mit den richtigen Spaltankern geöffnet werden, die in der Dayton-Auen verstreut sind. Spaltanker, diese Dinger hat Rosetta erstellt, oder? Wenn wir sie aktivieren, müssten wir den Zugang zum Spaltraum im Monolithen bekommen.
Gold, richtig. Und wo könnten diese Anker sein? Normalerweise da, wo die Sternstaubverschmutzung am schlimmsten ist. Also auf jeden Fall im verrotteten Herrenhaus. Schon wieder richtig. Ich bin schon gespannt, wozu du alles fähig bist, Mayfrey. Ach, und übrigens, ich hätte nichts dagegen, meine Sammlung um eine Mutation zu vergrößern. Also auf meine. Ich würde dich sogar fürstlich entlohnen dafür. Nur weg in doppelt ab. Okay. Jetzt heißt es ab zum Herrenhaus, ne? Das Ding habe ich ja auf der Karte. Geht mal von aus. Dann müsste ich dort. Wo ist denn das Herrenhaus? Über die normale Karte, aber ich hab's schon markiert, komm raus. Monolith der Gier da oben. Nee, ist nicht. Okay, dann komme ich nochmal rausgelatscht. Okay, guck mal, da fährt gleich der nächste los. Ja. Oh, ich steig diesmal hinten ein. Da ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Das mit der Abfrage ist ein bisschen böse hier, wa? Okay. Jetzt hier irgendwas zum Sammeln bestimmt, wa? Schön. Oh, eine Kiste. Kiste nehme ich immer. Yay. Schwachstellen SDS Bonus. Irgendwas macht hier ein Signal. Warum soll ich Munition verschwenden, wenn es die normale Fackel auch tut? Okay. Hier ist der Anker, wa? No. Komm mal die Anker ja nicht ran hier. Ich komm da ja gar nicht ran. Da ist doch noch Klimmerscheiße drum rum. Ah ne, muss erst hier am Pickup, müsste für dich jetzt was Goldenes, grüne Figur sein. Was ist mit dir, alter Karawanenmitglied? Genau. Doppelgänger. Ey, wer ist er denn, Alter? Ah, kann ich nicht helfen, tut mir leid. Das musst du alleine machen. Mit Ziel ist Entdeckung. Ist es, Alter. Ja, ich umgefallen. Let's take a closer look. Hier ist ja gar nichts. Sternstaubverschmutzung wird schlimmer. Ach, jetzt ist hier auch. Ach, jetzt ist das Ding frei. Genau.
Bald Anker aktiviert. Einen muss ich noch. Wie, einen muss ich noch? Ein Spaltanker muss noch aktivieren. 456 Meter. Kann das sein? Nee, du musst, Ich hab jetzt hier immer Willkommen Überlebenshandbuch, sowieso. Willkommen zurück. Musst du jetzt noch aktivieren. Und das ist der bei Willkommen zurück oder was? Dayton Owen, Spaltanker. Genau, da musst du eigentlich noch. Steuerung halten. Also muss ich da runter. Ja. So, das war jetzt aber auf jeden Fall der Gegner. Ich würde sagen, der Rest würde ich sagen, hier, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde sagen, ja, den Boss machen wir das nächste. Genau. Und der wirkliche hässliche Boss. Ey, wieso? Das war doch schon ein Boss. Nö, das war kein Boss. Das war nur ein Schattenbild. Na toll. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, wir sind raus. Bis zur nächsten Folge. Also, bis morgen, Dienstag. Dranbleiben und wir sind raus. Ciao. Tschüss mit Ö.